begrüßen Sie mit einem tollen Applaus. So wie er ging, so kam er auch. Wolfgang Biebersteins Wanderreise endete am Wochenende auf Pirners Marktplatz. Nach 22 Reisetagen hatte es der 72-Jährige tatsächlich geschafft. Zu Fuß von Rostock nach Pirna. Ich habe ausgerechnet, dass der Bremsweg eines Fußgängers sind 80 cm. Das heißt also, ich kann bei jedem Menschen stehen bleiben, der mir begegnet, der mir interessant ist, der vielleicht mir hinterher schaut, dem ich dann meine Rückseite zudrehe, auf der ich ja auch meine Wanderbotschaft drauf habe. Und so entstehen vielfältigste Kontakte, die das Leben reich machen. Und ich glaube, es ist unwahrscheinlich, was man zu Fuß erleben kann. Seine Erlebnisse und Begegnungen brachte Wolfgang Biberstein zu Papier. 300 Seiten im Notizbuch, dazu 8 Zeichnungen von besonders markanten Orten. Jetzt sind die Eindrücke noch frisch, so wie die von Gloria aus Ukro. Diese Dame, die mir vor einer Minute wildfremd war, die ich noch nicht mal kannte, öffnet nicht nur das Tor, sondern beide Arme und sagt, seien Sie herzlich willkommen. Und ich habe dann nur gesagt, ich bin der Wolfgang. Und die Dame sagt, ich bin die Gloria. Ich sage, also besser Gloria. Das ist ja. Und dann bin ich auch schon am Kaffeetisch und erfahre im fließenden Übergang die Lebensgeschichte dieser Frau, die in Hamburg lebt und wohnt seit Jahrzehnten. Und man erfährt eben dann sowas, dass so eine Dame, die einen in den Garten ruft, in Ukro, das ist auch so ein Stück Ende der Welt. Der IC fährt so schnell durch, dass der gerade weiß, dass dort überhaupt Geografie ist. Diese Frau ist im Sommer, zieht die immer in ihr Geburtshaus. Geschichten wie diese erlebte Wolfgang Biberstein sehr oft. Um große Städte machte er einen Bogen. Entschleunigung hieß eine Maxime. Biberstein suchte die Wege in der Abgeschiedenheit, kam mit dem Alltag jedoch immer wieder in Kontakt. Die gefährlichsten Straßen, die ich kennengelernt habe, ist in ganz Deutschland, in allen Ländern, ist die Kreisstraße, weil auf der Kreisstraße fahren beherzte Autofahrer das Tempo wie auf der Autobahn, aber Kreisstraßen sind eben halt topografisch und in ihrer Struktur keine Rennbahnen, aber es wird eben so gefahren. Etwa 550 Kilometer legte Wolfgang Biberstein zu Fuß zurück. Oder besser gesagt, rund 600.000 Schritte. Geschlafen wurde zumeist im Zelt, hin und wieder aber gönnte sich der Wandersmann ein Bett in der Pension. Ich sage es euch ganz unbenommen, es ist die Zeit herangekommen, dass alles in der neuen Welt wird völlig auf den Kopf gestellt. Das Lied kennen manche, singen es auch schon mit. Unterwegs habe ich es auch mit Leuten gesungen, sogar bei der AWO haben sie die Heiminsassen rausgeholt, im Halbrund gesetzt und dann haben wir die Refrains gesungen. Und das auf den Kopf gestellt ist bei meinem Alter. Ich habe mich also manchmal wirklich gefühlt wie auf den Kopf gestellt. Und bin dann einfach als 27-Jähriger weitergegangen, bis ich gemerkt habe, dass mit der Zahl was nicht stimmen kann. Und nach weiteren 10 Kilometern habe ich gemerkt, nee, ist besser, du drehst wieder zurück auf Real. Die Erlebnisse seiner Reise wird Wolfgang Biberstein in einem Buch zusammenfassen. Ein Jahr gibt er sich fürs Schreiben Zeit. Mein abgelaufenes Land und am Ende nach Hause kommen und darüber ein Buch schreiben, das war der gedankliche Arbeitstitel, das habe ich durchgeführt, ich habe die Kraft dazu bekommen und ich bin so glücklich und meine Frau verkraftet sogar, dass ich mich gefühlt 10 Jahre jünger fühle. Ich sage, das wird nicht viel lange dauern, dann sind wir wieder gleich alt. Am Wochenende war Ehefrau Claudia erst einmal froh, ihren Wolfgang wieder gesund und munter in die Arme zu schließen. Nur 1 Kilo hätte er auf der Tour abgenommen, dafür aber unzählige Erlebnisse im Gepäck.